Ich weiß. Alles versprochen. Rosa. Immer stopp, stopp, das ist hier der falsche Weg. Wir haben jetzt so oft drüber gesprochen. Du hörst ins Bett. Ich kann aber nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Doch, das müssen Sie aber. Lola scheint eine leidenschaftliche Handballspielerin zu sein. Jetzt hat sie sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Manchmal kann man den auch konservativ behandeln. In dem Fall ist sie aber jung und sportlich und möchte ja wahrscheinlich auch in ihren Sport zurückkehren. Deshalb hat man sich für die OP entschieden. Was machst du denn hier? Lola, das geht gar nicht. Ja, sie möchte nicht auf uns hören. Wie, nicht auf die Schwestern hören? Was soll das denn hier? Mama, ich will nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Lola, setz dich hin. Es geht nicht darum, was du... Leg dich in dein Bett und alles so gut. Siehst du, Lola, dein Freund sagt es dir auch. Also bitte ab aufs Zimmer jetzt. So wie ich Lola bis jetzt kennengelernt habe, scheint das ein intelligentes Mädchen zu sein. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, obwohl sie trotz Ermahnung immer wieder aufsteht und ja quasi damit langfristig ihr Knie schädigen wird. Ich frage mich auch, wie sie das aushält. Also normalerweise hat man nach dieser OP schon starke Schmerzen. Meiner Meinung nach steckt da was anderes hinter. Also das wird sie nicht ohne Grund so machen. Die ist die letzten zwei Wochen schon so rastlos. Ja. Das Einzige, was ich mir erklären kann, sie möchte wieder Handball spielen. Also das ist doch nicht normal. Die kann doch jetzt nicht hier rumlaufen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, aber ihre Tochter ist 16 Jahre alt, also der muss auch klar sein, dass man nicht jetzt in zwei, drei Wochen wieder Handball spielen kann. Also ich würde Ihnen jetzt gerne mal die Verantwortung so ein bisschen in die Hand legen, dass Sie mit drauf achten, dass sie sich schont. Und wenn sie jetzt hier entlassen wird, dann komme ich ja sowieso noch mal zu Ihnen nach Hause. Ja. Und dann schaue ich auch so ein bisschen mit. Ne? Mutter Daniela ist erleichtert, dass sie auch weiterhin auf die Hilfe der Motopädin zählen kann. Als Lola eine Woche später Besuch von ihrem Freund Eddie hat, ist ihr Bewegungsdrang ungebrochen. Aber es steckt viel mehr dahinter, als bislang vermutet. Du, ich möchte was trinken. Möchtest du auch was? Hey, chill, bleib sitzen, alles gut. Ich hol das, wo steht Nein, das? Nein, kein Problem, ich mach das schon. Nein, bleib sitzen. Nein, wirklich, ich habe auch keine Lust, jetzt zu erklären, wo das ist. Das dauert viel zu lange. Ich kann das holen. Es geht mir soweit ganz gut. Dein Ernst? Ja, wirklich. Was dann machst du? Hol dein Trinken selber. Ich schau ab. Wenn du dir nicht helfen lassen willst, dann melde dich, wenn du bereit bist, Hilfe anzunehmen. Tschüss. Hallo, Frau Odenthal. Schönen guten Tag. Kommen Sie rein. Einfach geradeaus durch, bitte. Danke schön. Ich bin zu Lola nach Hause gekommen, weil ich mir schon im Krankenhaus ein paar Gedanken gemacht habe und gesehen habe, dass sie sehr unruhig ist und dass sie anscheinend irgendetwas bedrückt. Und meine Aufgabe ist es ja auch, im Verlauf der Genesung noch mal nach dem Patienten zu schauen, sie so ein bisschen anzuleiten. Und das ist der Grund, warum ich hier hingekommen bin. Ja. Hallo, Eddie, was ist los? Hi. Ich gehe jetzt. Nein. Doch. Daniela hatte die ganze Zeit noch gehofft, dass Eddie positiv auf ihre Tochter einwirken könnte und sich Lola endlich schont. Aber nun gibt auch der 18-Jährige frustriert auf. Kein Wunder also, dass sich die Bürokauffrau jetzt auch noch Sorgen um die Beziehung des jungen Paares macht. Die beiden sind recht frisch zusammen. Das ist so ein schönes Paar. Ich verstehe den gar nicht. Jetzt läuft er auch noch weg. Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Vielleicht hilft es ja, wenn ich erst mal alleine mit ihr rede. So wie ich die erste Situation hier mitbekommen habe, scheint es auch richtig zu sein, dass ich da bin. Denn sogar Eddie, ihr Freund, hat schon das Handtuch geworfen, hat gesagt, sie kommt überhaupt nicht zur Ruhe, er kann nichts mehr tun. Und auch Lolas Mutter macht sich große Sorgen und weiß nicht mehr weiter. Und jetzt bin ich da und ich schaue mal, was ich tun kann. Hi. Hallo. Na? Wie geht's dir? Ja, besser. Besser? Deine Mama hat mich hochgeschickt. Darf ich das einfach hier ablegen? Ja. Deine Mama hat aber nicht so erzählt, als wenn es besser wäre. Ja. Du machst ziemlich viel, kann das sein? Also bist unruhig, stehst auf. Ja, ich kann halt nicht die ganze Zeit ruhig sitzen bleiben. Aber wir hatten das eigentlich besprochen, ne? Dass es wichtig ist, damit dein Bein abheilt. Ne? Das ist auch hier noch bisschen geschwollen, sie ist, es tut auch noch weh. Mal hier schauen, ja. Was ist los? Warum bist du so unruhig? Ja, ich weiß nicht. Du wirst ja auch so in drei Wochen kein Handballspiel machen können. Das ist doch eigentlich klar, oder? Ja, das Handballspiel ist mir auch gar nicht so wichtig. Ich werde auch noch bei etlichen anderen Spielen mitspielen können.
Lolas Mutter hatte die Sorge, dass Lolas Verhalten mit dem Handballspiel zu tun haben könnte, dass sie versucht, schneller wieder fit zu werden. Allerdings hat Lola dann ganz deutlich gesagt, dass ihr das nächste Spiel quasi egal sei, weil sie noch viele andere Spiele vor sich hat. Und das hörte sich für mich auch ehrlich an. Also ich glaube da schon, dass das nichts damit zu tun hat. Und dann ist meine Aufgabe, einfach weiterzuschauen. Warum verhält sie sich so? Du solltest nicht ohne Gehstütze so hier rumlaufen. Ja, ich weiß, aber... Lola, pass mal. Warte mal, stopp. Was denn? Ich kann das auch alleine hier. Nee, Lola, jetzt stopp bitte mal. Setz dich mal hin. Ich meine das jetzt wirklich ernst. Ja? Ich bin immer nett mit meinen ganzen Patienten, aber was ist das hier? Da werd auch ich sauer. Das geht nicht. Die hat doch deine Mama dir nicht hier hochgelegt, oder? Nee. Hast du die wieder genommen? Und deswegen kannst du so rumrennen? Das Thema von Schmerzmittelmissbrauch ist auch bei Jugendlichen ein häufiges Thema, weil sie unter anderem versuchen, sich damit zu betäuben. Hier sehen Sie allerdings nicht die große Gefahr, weil Schmerzmittel natürlich auch die inneren Organe verletzen können, wenn man sie nicht nach Vorgabe einnimmt. Und der Schmerz ist natürlich auch ein Warnsignal des Körpers. Der Körper sagt ganz klar, hier ist eine Verletzung, jetzt brauche ich Ruhe. Und wenn ich den Schmerz nicht spüre, kann ich dementsprechend auch nicht darauf reagieren. Wenn du so weitermachst, läufst du irgendwann wie Quasimodo, ja, nur noch so hier rum, weil dein Bein nicht mehr funktioniert. Das kann doch nicht in deinem Interesse sein. Lola, du bist ein bildhübsches, sportliches, junges Mädchen. Ich kann das nicht verstehen. Warum machst du das so? Hallo, ihr zwei. Ich habe einfach mal was zu trinken hochgebracht. Das ist ja nett. Möchtet ihr? Nee, ich möchte nicht. Sie? Trinken. Ja, ich nehme einen Schluck, danke schön. Ja, stell's dir hier mal hin. Vielleicht magst du gleich, Lola, hm? Ein zielführendes Gespräch ist mit Lola nicht möglich. Die Schülerin will sich nicht einmal dazu äußern, woher sie die Schmerzmittel hat und wie viele sie nimmt. Darum ändert Mia Odenthal jetzt ihre Strategie und hofft, so herauszufinden, warum sich der Teenager partout nicht schonen will. Ich habe mir für Lola eine Aktion ausgesucht und zwar habe ich einen Gips mitgenommen, der einmal für mich ganz klar symbolisiert, okay, ich bin unbeweglich, der Gips ist fest und steif und damit kann man definitiv nicht laufen, keinen Sport machen und sich eben auch nicht glücklich fortbewegen. Dann habe ich Begriffe ausgesucht, wo ich denke, dass sie für mich wichtig sind zu wissen, wie würde sie die erläutern, positiv oder negativ. Und deswegen halt die Umrandung mit einem roten oder schwarzen Stift, damit ich halt klar erkennen kann, wie fühlt sie sich zum Thema Familie, Freunde, Eddie, Schule und Handball. Mit dem roten Stift soll die 16-Jährige nun die Begriffe umkreisen, die bei ihr ein positives Gefühl auslösen. Schwarz steht für negative Gefühle. Dieser Stift kommt nur ein einziges Mal zum Einsatz. Warum ist da ein schwarzer, also negativer Kreis, ein negatives Symbol für den Eddie? Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, weil... Ja, was? Ja, ich hatte dir ja erzählt, dass ich in 2 Wochen bei Eddie schlafen wollte. Ja. Und ja, ich hatte dir aber nicht gesagt, dass ich... Ja, wir sind alleine dann, weil seine Eltern sind nicht da, wir haben sturmfrei und... Ja, wir haben halt geplant, das erste Mal dann zu haben. Warum sprichst du dann nicht mit mir? Ja... Ich möchte jetzt nicht so mit dir drüber sprechen, Mama. Ja, aber da gibt's ja das eine oder andere vielleicht noch mal zu besprechen oder zu überlegen. Ich meine... Ja, entspann dich, Mama. Ich hatte ja auch noch gar keinen Sex. Ich habe Angst davor. Lola, darf ich da mal kurz einhaken? Weil bei mir dämmert es auch gerade irgendwie. Ist das der Grund, weil du so Angst hattest, quasi mit deinem Freund das erste Mal zu schlafen, dass du deine Genesung hinausgezögert hast? Also irgendwie passt es für mich gerade jetzt so wie ein... Puzzle zusammen, das ist ja... Ja, dann muss ich es halt nicht absagen. Es ist doch einfacher dann. Ach so, quasi höhere Gewalt, ich bin nicht gesund, dann muss ich nicht mit dir schlafen. Das war die Idee dahinter? Ja, was, wenn er enttäuscht ist, wenn ich Nein sage? Das gehört für mich meiner Meinung nach aber dazu, dass du so viel Vertrauen zu deinem Partner hast, dass du mit ihm darüber sprechen kannst und auch... mit deiner Mama vielleicht darüber sprechen kannst, weil sie schon Lebenserfahrung hat und auch ganz wichtige Tipps für dich hat zum Thema Verhütung. Auf was muss ich da vielleicht achten? Mir persönlich ist ganz wichtig, dass man immer gerade den Mädels klar macht, dass das Thema Sex bei jedem unterschiedlich oder zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt kommt. Und die Mädchen sollten sich damit gut fühlen, Jungs natürlich auch, aber gerade die Mädels trauen sich das oft nicht zu sagen. Ich entscheide, wann ich das erste Mal Geschlechtsverkehr habe und niemand anders sonst. Und ich entscheide das mit einem guten Gefühl und wenn ich das nicht habe, dann lasse ich das und dann nehme ich mir diese Zeit. Weil letzten Endes kommt es auf 1 oder 2 Jahre definitiv nicht an. Ich glaube, dass du
genau das jetzt brauchst. Ein Gespräch mit dem Eddie, wo du ihm einfach sagst, das und das macht mir Angst. Wie können wir damit umgehen? Und deine Mama hat den so liebevoll beschrieben. Und ich habe jetzt hier nicht das Gefühl, dass es dem dann nur darum geht, sondern dass er vielleicht sogar wartet und sagt, hey, wenn du soweit bist, dann machen wir das. Lola hat sich Eddie schließlich anvertraut. Der 18-Jährige hat sehr verständnisvoll reagiert und gibt seiner Freundin Zeit.